Liebe Gifhorn und Gifhorner, ich bin heute in unserer Fußgängerzone. Es ist fast menschenleer. Geschäfte, Gastronomie, Restaurants, alles hat zu. Und ich bin nicht der Einzige, der sich Sorgen macht, sondern es gibt viele Menschen, die Sorgen haben, die Ängste haben. Das sind nicht nur die Inhaber und Inhaber der Geschäfte, das sind auch viele Menschen, die dort arbeiten. Und es rufen mich auch Bürgerinnen und Bürger an und sagen, Herr Nährlich, Herr Bürgermeister, was können wir eigentlich tun dafür, dass es nach dieser Krise unserer Wirtschaft gut geht, damit wir auch danach eine Fußgängerzone mit Einzelhandel haben. Was können wir konkret tun? Und ich sage Ihnen, in diesen bewegten Zeiten sind Zuversicht und Solidarität das Wichtigste, was wir brauchen. Und daher meine Bitte, auch in diesen schwierigen Zeiten unterstützen Sie Ihren lokalen Einzelhandel und unterstützen Sie Ihre lokale Gastronomie. Es geht nicht nur um die Geschäfte selbst, sondern es geht auch um Ihre Freunde, Ihre Bekannten, Ihre Verwandten. Es geht um allen Menschen, die auch in diesen Bereichen arbeiten. Und zu der Frage, wie Sie das unterstützen können, haben wir eine ganz einfache Antwort für Sie entwickelt. Wir haben eine Gutscheinplattform, den Gifhorn-Gutschein. Da können Sie mit wenigen Mausklicken selber einen Gutschein aus Ihrem Lieblingsgeschäft in dieser Stadt mit einem beliebigen Wert in der Höhe, wie Sie es wünschen, generieren. Und mit diesem Gutschein unterstützen Sie direkt Geschäfte in unserer Stadt, Gastronomie in unserer Stadt, denn das Geld fließt unmittelbar den Geschäften zu. Und so sorgt Ihre Solidarität für Liquidität in den Geschäften und sorgt dafür, dass Sie nach der Krise, wenn Sie diesen Gutschein einlösen, weiter ein tolles Einkaufserlebnis in unserer Stadt haben können. Wir haben außerdem eine Online-Plattform in wenigen Tagen auf den Weg gebracht, wo Sie sich informieren können, welche Online-Dienstleistungen Unternehmen, Geschäfte, Gastronomie aus der Stadt Gifhorn anbieten. Und ich sage Ihnen, das sind mehr, als Sie denken. Das sind Online-Shops, Online-Service, Online-Einkaufen. Es sind Liefer- und Bringdienste, es sind Abholdienste. Und informieren Sie sich. Meine Bitte in dieser Krise ist einfach, wenn Sie online einkaufen, kaufen Sie auch online lokal ein. Und es gibt eine dritte große Maßnahme der Stadt Gifhorn. Ich habe heute mit allen Vorsitzenden der Stadtratsfraktion telefoniert. Wir haben uns geeinigt, dass wir ein Programm der Stadt Gifhorn mit 200.000 Euro auf den Weg bringen, um Solounternehmern, um Kleinunternehmen, um Vereinen in der Stadt zu helfen. Solounternehmen, Kleinunternehmen, Vereine, die von Insolvenz bedroht sind, können auf einfachem Wege dieses Programm in Anspruch nehmen. Wir fördern damit bis zu 2.500 Euro pro Antragsteller und hoffen, dass wir auch mit dieser kleinen finanziellen Förderung sicherlich vielen Unternehmen, vielen Vereinen, vielen Menschen durch diese Krise helfen, dass wir mit dieser kleinen finanziellen Förderung auch viel für Hoffnung, positiven Mut sorgen. Und deswegen nochmal meine Bitte zum Abschluss: Mit Ihrer Solidarität schaffen Sie Liquidität für die Unternehmen in Gifhorn, kaufen Sie Gutscheine, kaufen Sie auch online lokal ein. Die Unternehmen brauchen Ihre Unterstützung. Darum bitte ich Sie ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.